Herzlich willkommen zu meinem Lesemonat. Oktober. Ich habe genau 3 Bücher gelesen, / gehört. Wenn man danach gehen will, habe ich nur 1 gelesen und 2 gehört, aber für mich zählt's. Und ich habe keine Statistik. Ich könnte zum nächsten Mal mal eine Statistik raussuchen, wenn es interessiert. Heute habe ich keine. Okay. Fangen wir an mit dem ersten Buch. Für uns macht das Universum Überstunden. Hier geht es um Ellie und um Flynn. Und Ellie hat das Leben von sich selbst und auch von Flynn zerstört. Ich sage jetzt nicht mit was. Oder steht sie hinten drauf? Doch, hier steht sie hinten drauf. Also, sie ist schuld an dem Feuer, das in Flynns Haus ausgebrochen ist und landete daraufhin dann im Jugendknast. Mit, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war, 16 ungefähr. Und das Buch spielt auf 2 Zeitebenen. In dem Fall spielt in der Schulzeit, bevor dieses ganze Drama passiert ist und 6 Jahre danach. Und 6 Jahre danach hat Ellie immer noch nicht ihr Leben wirklich im Griff und ist halt irgendwie die ganze Zeit mit ihren Freunden nur saufen, nimmt die ganze Zeit Drogen, hat so ein versucht aber tatsächlich doch irgendwie da rauszukommen und trifft dann auf Flynn, dessen Leben sie ja ebenfalls mit zerstört hat. Und 6 Jahre später steht hier, taucht er wieder auf und Ellie erkennt, dass sie ihm gegenüber nicht nur Schuld empfindet. Also wahrscheinlich auch ein wenig Liebe. Das große Problem hierbei ist aber, dass dann Ellie tatsächlich Flynn früher sehr stark gemobbt hat. Ich weiß nicht, ob hier eine Triggerwarnung für was drin ist. Nee, ist keine Triggerwarnung drin. Ich finde aber tatsächlich, dass in den Rückblenden, wo eben gezeigt wird, wie Ellie und Flynn früher zueinander standen, fand ich schon recht hart. Würde ich auch irgendwie eine Triggerwarnung für rausgeben, wenn so das Thema Mobbing einem sehr, sehr nahe geht. Und ich fand es auch persönlich sehr, sehr hart. Also mir hat das teilweise auch so die Kehle zugeschnürt und ja, so ein bisschen gewissen Hass auch gegen Ellie und ihre Freunde empfunden. Aber das Lustige, in Anführungszeichen, oder das Gute ist ja, dass im Prolog auch steht, ich bin ein schlimmer Mensch, ich tue schlimme Dinge, ich habe schlimme Gedanken, ihr werdet mich hassen. Kinda true. Naja, auf jeden Fall, wie es dann mit den beiden ausgeht, erfahrt ihr dann in diesem Buch, wenn ihr es lest. Eine wichtige Sache noch zu wissen ist, dass Flynn das Asperger-Syndrom hat und das halt die Grundlage vom Mobbing von Ellie und ihren Freunden Flynn gegenüber war, weil er dann sich anders verhalten hat als sie. Und das war dann der Grund fürs Mobbing. Ja, ich weiß. Sehr sinnvoll. Naja. Jedenfalls hat das Buch 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich fand es gut. Also wie gesagt, ich wusste am Anfang nicht, wie ich es bewerten soll, weil ich fand es sehr erschreckend. Aber es hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich mich da so richtig reingesteigert habe in diese Emotionen, die ich beim Lesen gefühlt habe. Und deswegen wusste ich erst nicht, wie ich es bewerten soll, weil ich natürlich die Thematik und dieses Mobbing nicht gut fand. Aber was das für Emotionen in mir ausgerufen hat, das ist dann natürlich auch wieder was Positives, wenn einem das Lesen so nahe geht und wenn das Lesen und die Geschichte also Emotionen in einem ausruft. Auf jeden Fall habe ich mich deswegen entschieden, dem 4,5 Sterne zu geben, weil ich halt in diese Emotionen super eingebunden war, die ich beim Lesen gefühlt habe. Kommen wir zum nächsten Buch, das habe ich gehört und es war auch eine Geschichte, wo dasselbe war mit den Emotionen und dem Emotionen wachrufen. Mit dem Emotionen wachrufen, wie bei dem Buch, was ich gerade gezeigt habe, da war das auch sehr, sehr extrem für mich. Und zwar ist es das Seidenraupenzimmer von Sayaka Murata. Das habe ich, wie gesagt, gehört. Und zwar geht es hier, dieses Buch habe ich überhaupt erst gekauft, weil ich das Buch Die Ladenhüterin von der Autorin gelesen habe und fand es super gut. Bisschen seltsam, aber nicht schlecht seltsam, sondern gut seltsam. Deswegen wollte ich auf jeden Fall auch das neue Buch von ihr lesen, beziehungsweise das neueste auf Deutsch. Auf jeden Fall habe ich es gehört bei BookBeat. Und diese Story ist sehr seltsam. Also am Anfang nicht so. Am Anfang finde ich sie eher recht bedrückend, weil es geht hier um, wie heißt sie denn nochmal, Yuki und ihren Cousin Yu. Und die verlieben sich, als sie ganz, ganz jung sind, ineinander. Und natürlich heißt es ihre Familie nicht gut, weil sie sind halt verwandt. Und
Trotzdem verbünden sich dann die beiden gegen die Welt quasi zusammen, wollen sie dann halt gegen die Welt gehen, die halt wirklich nichts Gutes für sie parat hält, beziehungsweise für Yuki. Wir lesen hier auch aus Yukis Perspektive, weil dann ihre Eltern, ich weiß gar nicht, inwieweit ich das hier sagen darf, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ihre Eltern oder die Familie verbietet den beiden dann den Kontakt zueinander, aus gegebenen Gründen, dass sie sich halt ineinander verliebt hatten. Und sie hatten sich sowieso immer nur einmal im Jahr gesehen. Und zwar, ich weiß nicht mehr zu welchem Fest, irgendwann im Sommer, glaube ich, in dem alten Haus ihrer Großeltern, das ein Seidenraupenzimmer hatte. In einem Raum, wo diese Seidenraupen eben ihre Kokons halt herstellen und dann am Ende zu diesen Schmetterlingen werden. Und das war immer so diese einzige Situation, wo sie sich im Jahr gesehen haben und haben sich darauf auch eigentlich immer ziemlich, ziemlich gefreut. Und die Eltern haben das dann halt nach diesem Vorfall, der hier dann passiert, haben sie das dann untersagt. Und sie treffen sich dann nach 20 Jahren wieder, denn 20 Jahre später geht Yuki an diesen Ort zurück, ist tatsächlich verheiratet und dann wird es ganz abgedreht. Also irgendwie wird es dann super, super weird und das Ende ist so, okay. Am Anfang hat man diese Thematik, die Yu und Yuki miteinander immer so ein bisschen teilen, als kindliche Fantasie abgetan. Aber irgendwann, am Ende der Geschichte, kippt dieses ganze kindliche Fantasie, weil die irgendwie nie weggegangen ist. Und wow, ich will dazu nichts sagen, weil ich war sehr schockiert am Ende. Es ist nur sehr, sehr seltsam, aber das hat auch so viele verschiedene Emotionen in mir hochgerufen, weil Yuki passieren auch so schlimme Dinge. Also ich meine, klar wird die bekloppt, wenn ihr solche Sachen passieren. Und die Mutter, ich hasse die Mutter. Und ich hasse den Lehrer. Und es ist wieder dasselbe wie eben. Es hat ganz viele Emotionen in mir hochgerufen. Nicht unbedingt die besten, sondern auch Wut und Ekel und Fassungslosigkeit. Aber alleine, dass dieses Buch es geschafft hat, diese Gefühle in mir aufzurufen. Ich habe dieses Wort, weiß ich nicht, welches ich damit verwenden soll. Alleine, dass dieses Buch es geschafft hat, diese Gefühle in mir hochzuholen, ist eigentlich schon so ein positives Zeichen, sage ich mal, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als ein Buch, was man liest und dann sich so denkt, naja, okay, war jetzt okay, nicht so der Burner. Das Buch war auf jeden Fall sehr, sehr mitreißend und ich wollte es erst nicht weiterhören, weil dann halt eine Thematik und Szenen aufkamen, die ich wirklich ganz, ganz furchtbar fand und ich würde hier auch eine Triggerwarnung rausgeben. Ist da eine mit bei? Ich glaube nicht. Nee, also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann spult jetzt kurz ein paar Sekunden vor. Okay, also es ist auch eine Triggerwarnung für sexuelle Missbrauch an Kindern. Ach, es ist ganz furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar. Aber das hat eben diese Wut und diesen Hass in mir hochgerufen. Und deswegen habe ich dem Buch halt 4 Sterne gegeben. Auch wenn ich die Thematik ganz, ganz furchtbar... Kommen wir zum nächsten Buch. Das letzte auch tatsächlich schon. Das habe ich auch gehört. Und so wie den Rest der Reihe. Und ich habe den 4. Teil dieser Reihe vor 1,5 Jahren gelesen. Und hatte nicht richtig Bock weiterzulesen. Habe dann aber mich dazu entschlossen, eigentlich wollte ich erst von 1 bis 4 wieder hören. Dachte mir so, um Gottes Willen, never. Dann habe ich halt angefangen, den 5. Teil zu hören und dachte mir so, ja, das machen wir. Und zwar rede ich von Throne of Glass Teil 5 von Sarah J. Maas. Und diese Frau schreibt einfach so gut und ich habe mich wieder so... Am Anfang hatte ich Angst, dass ich nicht in die Geschichte reinkomme, aber ich habe... Eigentlich mit Hilfe von einer Freundin, die mir dann ab und zu mal ein paar Sachen erklärt hat, habe ich wieder richtig gut in die Geschichte reingefunden nach 1,5 Jahren. Und I love it. Also, ich kann so gar nichts sagen. Ich finde nur tatsächlich immer, dass man diese Bücher auch tatsächlich ein bisschen hätte kürzen können. Ich wackel hier wie so ein Vollidiot. Aber dann hätte dann natürlich diese epische Bandbreite nicht. Großartig. Ich kann nichts anderes dazu sagen als großartig. Ich habe diesen Teil wieder geliebt. Ich
Ich gucke hier gerade, ich habe so ein kleines Buchjournal und gucke mal, ob ich da irgendwas reingeschrieben habe, aber habe ich tatsächlich nicht. Ich habe einfach nur 5 Sterne aufgeschrieben und es war perfekt. Also es war wirklich klasse und das Ende war, das Ende. Ja, das Ende war die dümmste Idee von den beiden, das so weiterzuführen, wie sie es weitergeführt haben. Die Leute, die die Reihe zu Ende gelesen, beziehungsweise diesen Teil auch gelesen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Dümmste Idee ever. Hat mich richtig aufgeregt. Hatte gar keinen Bock auf Band 6. Oder Band 7. Weil mich einfach dieses Ende so aufgeregt hat. Aber ich erzähle natürlich nicht, worum es in diesem Band geht, aber ich kann mal erzählen, worum es im ersten Band geht. Und im ersten Band geht es um Celaena Sardothian. Und sie ist tatsächlich in einem Sklavenlager gefangen, obwohl sie die beste Assassinin ihres ganzen Kontinents ist. Wahrscheinlich sogar der ganzen Welt, I don't know. Und sie ist halt in diesem Sklaven-Gefangenenlager und lebt dann da unter menschenunwürdigen Umständen. Und irgendwann erscheint dann ein junger Mann und ein junger Prinz, die ihr anbieten, in einem Wettstreit um den Champion-Titel des Königs anzutreten. Und in diesem Wettstreit muss sie halt gegen verschiedenste Menschen, Assassinen antreten. Und wer halt gewinnt, der ist halt dieser neue Champion des Königs. Super schlecht erklärt, as always. Auf jeden Fall geht es dann halt darum, dass sie bei diesem Wettkampf offensichtlich mitmacht. Und dann, das kann man nicht erklären. Band 5 ist natürlich, wie man das wahrscheinlich schon kennt, hat nichts mehr mit Band 1 zu tun oder mit Band 2. Nix. Ich habe es wieder sehr, sehr gemocht. Kann also eigentlich kaum was sagen, weil es ist perfekt. Oh. Mau! Komm schnell hoch! Komm! Naja, wo waren wir stehen geblieben? Katzen haben mich abgelenkt. Jetzt ist er natürlich da. Diese Reihe ist großartig. Lest sie, Emotionen wurden geweckt. Ich habe nicht geweint tatsächlich, aber habe die anderen Bände natürlich schon gehört. Und im letzten Teil habe ich schon geweint. Großartig. Lest es, es ist toll. Vloamir, muss ich los, gleich. Okay, das war's. Ich hoffe, das war nicht zu wirr. Ich muss noch mal ein bisschen lernen, meine Gedanken und meine Worte, die ich über die Bücher sagen möchte, ein wenig zu ordnen. Bye.